nämlich diese Hebräer. Und nachher sind sie mit dem Gola oder Golut, das ist Hebräisch und heißt die Diaspora, über die ganze Welt gekommen. Also das heißt, es gibt die Hebräer, das war das erste Opfer von diesen Pharaonen. Und es gibt diese Pharaonen. Aber jetzt sind sie natürlich, sie sind schwarz, afrikanisch, Chineser, Moslems, sie können alles sein. Ja, wie eine kleine Pyramide noch da drauf. Sie können alles sein. Also das heißt, ich glaube, nicht alle Juden sind böse. Es gibt nur diese Pharaonen. Und da kann man das Wort Jude eigentlich vergessen. Braucht man nur zu sagen Pharaone. Und ja. Boah, wie das scheint in der Sonne. Hm? Ich meine, hier ist doch das Beweis. Wenn das keine Pharaonen sind, der Obelisk ist wohl das allerwichtigste Zeichen für diese Pharaonen. Die Freimaurer, die haben es natürlich auch übernommen. Das sind auch Pharaonen, die das Wissen der Pharaonen in sich tragen, wie eine Art von Universität, was sie wissen, wenn ein Volk auswandert, dann wird es sehr leicht die Wurzeln verlieren. Was man schon bei Türken jetzt sieht in der Schweiz oder in Deutschland. Die werden nicht mal als reine Türken akzeptiert in ihr eigenes Land, oder? Da, also es steht wirklich voll gepflanzt mit Obelisken hier. Ja. Das sind kein einfache Schäfer, so wie sie sich vortun, oder? Die plötzlich vom Schäfer plötzlich überall Obelisken pflanzen und so voll intelligent sind. Selten wird ein Bauer oder ein Schäfer so massiv und so alle zusammen werden so intelligent und haben plötzlich so viel Macht. Das ist schlecht abzunehmen. Tja. So, nochmal die ganz große hier. Riesendinge. Kommt sich vor wie in Washington, D.C. So. Und aus dem Wort Gola oder Golut haben die Freimaurer den G als Geheimzeichen. Also, und der Obelisk ist auch ein Phallus-Symbol und damit das Symbol für ihre Kriegsführung. Das heißt, wir vermischen uns erst. Nach 5 Generationen sind wir nicht mehr zu erkennen. Und dann bekämpfen wir den Feind von innen hinaus wie ein Virus. Und wie der Obel tailliert ist da, das ist das Symbol für die Beschneidung, weil Juden und Moslems, die haben das, und Afrikaner, ne? Schwarzen sind fast alle beschnitten. So wie die Amerikaner, 97% der Amerikaner sind beschnitten. Amerikaner. Das kommt alles von den Pharaonen, die Beschneidung. Für Frauen nennt man das auch die pharaonische Infibulation, Exzision auf Französisch. Dass man alles wegschneidet und so weiter. Und Amerika, das heißt A. Ist das Wort für groß oder schwanger? Frau Schwanger ist ziemlich groß. Mer ist das Wort für Pyramide, so wie Mer oder Meru. Ri ist das Wort für die Sonne, so wie der Sonnengott Re oder Ra. Und die Sonne ist auch das Symbol für die Wiedergeburt, weil sie kommt jede 24 Stunden wieder. Und K ist die Seele, wenn man lebt. Stirbt man, dann wird das die Ba. Darum gibt es die Kaaba, dieser heilige Stein in Mekka, wo die Moslems rumdrehen. Weil die Seele ist ja am wichtigsten in einer Religion. Das Leben zählt nicht. Und wenn man noch Allah dran zufügt, kriegt man Kabbalah. Das ist kein Zufall. Und wenn man Amerika von rechts nach links liest, denk an die große Obelisk da in Washington D.C., dann heißt es, die Wiedergeburt, die große Pyramide wird stattfinden, wo unsere Seele wohnen können. Und schau mal auf dem Dollar, da ist sie ja, die große Pyramide. Und schau mal, was sie abziehen, die scheiß Amis. Die haben auch den Zweiten Weltkrieg finanziert, wissen wir jetzt. Und die Pharaonen waren so euphorisch und froh, als sie die neue Welt erobert hatten. Die haben alles mit K genannt, also da, wo unsere Seele wohnen können. Kalifornien, Alaska, Kanada, North Carolina, South Carolina, Kansas, Chicago, Jamaika. Hier gab es schon Kasachstan, Kamerun, Afrika, Rie, viel Sonne in Afrika, und der K. Kanarische Insel, Korsika. Sie regieren hier und sie haben massiv viel Beweise hinterlassen, so wie das hier.
Ja, noch sehr interessant fällt mich auf, dass mit dem Steinchen hinlegen, was wir überall sehen, so in alle Filme, so wie Schindlers Liste und so weiter, sieht man nur auf diese anderen Grabsteine. Da, die Obelisken haben es nicht. Man könnte sagen, es gibt ja keinen Platz oben beim Obelisk, aber nebenan, so wie hier zum Beispiel da, bei dem kleinen Obelisk, der auch neuer ist, gibt es schon Platz. Also das heißt schon, irgendwie, es gibt zwei Arten von Gebräuche. Und es könnte sein, dass das die Hebräer sind, da mit dem Steinchen. Und die andere da, das sind die Pharaonen. Und ja, sie haben auch mäßig Probleme unter sich in Israel. Ne? Also es ist es überlegen wert, das hier, was ich da feststelle. Ich schaue nochmal, ob ich einen Obelisk finde mit Steinchen nebendran, wo der Rand ist. Ja, gut. Naja, hier hat es sehr, das ist ein neuerer Teil. Ne? Schauen wir das Datum da, 84 und so. Hier hat es sehr viele Steinchen. Aber das heißt natürlich auch, diese Menschen leben noch. Und da, wo all die Obelisken stehen, ist das ältere Teil. Und ja, da lebt ja niemand mehr, da kommt niemand mehr wahrscheinlich. Ja, das ist auch ein Argument, was man im Auge halten muss. Da, das Bündnis da, Louis Vogue. Das Bündnis, die Erddomination, Freimaurer. Und diese ist noch etwas neuer, ne? Tja, also hier, da, 1938. Da der Freimaurer, ich weiß nicht welches Datum da, 1936, keine Steinchen, aber das heißt, ja, es ist zu lange her. Die Kinder sind auch schon gestorben und die Enkelkinder ist es ziemlich egal. Also, dass die Steinchen nicht bei den Obelisken liegen, hängt wohl damit zusammen, dass sie älter gebaut wurden. Vor längerer Zeit gebaut worden sind. Okay, nach dem Pharaonenfriedhof in Wankdorf in Bern mit all den Obelisken sind wir noch immer in Bern bei der Kornhausbrücke. Von Napoleon gebaut worden, der liebte Ägypten und hat 20 Jahre in Bern regiert. Da kommen auch die Bernburger, kommen daher. Vier riesen Obelisken da drauf mit dem Dreieck der Freimaurer, das Bündnis, alles. Neben da an sind da Häuser, mit die Sonne-Hieroglyphe da. Noch immer das gleiche Haus neben der Kornhausbrücke, überall die Sonne-Hieroglyphe. Die wohnen neben da an. Ne? Diese Pharaonen. Tja. Und sogar noch den Kelch, der heilige Gral oben drauf, das mit der Knospe. Das heißt, unser Saat ist hier. Ja, und da ist dann nochmal der Obelisk, da hinter dem Baum. Ja, nichts mehr zu sehen so. Gut. Und hier nochmal beim Haus, ist da ein Brunnen mit dem Dreieck der Freimaurer. Okay, und da ist nochmal das Haus hier mit dem Obelisk. Alles drauf und dran. Tja. Noch immer die Kornhausbrücke. Da haben wir da das Dreieck der Freimaurer hier mit dem Kelch und alles. Jetzt hat man da ein Gitter gebaut. Da hier über ein Gitter, dass man nicht abspringen kann. Da ist noch eine Kirche, auch in der Aare, voll mit Obelisken da. Und ja, hier war ich dann da unten, als in 2007 ein Typ da, genau auf diese Seite da, von der Brücke gesprungen ist und fast auf ein Kind. Und an diesem Tag traf ich auch Doris Leuthard. Tja, noch immer die Kornhausbrücke. Ja, sie reden darüber, dass ein Sturmgewehr so gefährlich ist und es wird völlig ausgenutzt, politisch gesehen, und mit einem Kinderwagen, gepostet mit einem Kinderwagen und Sturmgewehr. Aber wenn jemand auf die Brücke springt, fast auf ein Kind, sind Drittpersonen viel mehr gefährdet, als wenn ein Typ das ruhig zu Hause da sein herbeigesehntes Ende erledigt.
Da sehen Sie das Gitter. Endlich haben Sie es gemacht. Wahrscheinlich, weil ich darüber geschrieben habe. Und die Leutart saß genau da, wo die Sonne Hieroglyph ist. Das habe ich viel später gesehen. Restaurant Altenberg. Jetzt ist es ein türkischer Kebabladen. Von Drogengeld finanziert worden, was sie da noch immer wäschen natürlich. Da saß sie dann mit dem Typ von Mossad. Wahrscheinlich. Tja. Sah aus wie eine Gangster mit vielen Haaren auf dem Brust. Und der Doris Leuthers hat gesagt, ich habe sie gesagt, ich bin auf sie zugegangen, ich habe gesagt, sind Sie Frau Bundesrätin? Ja, ja, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, dass Ihre Untertanen von der Brücke springen? Und sie ganz kalt geworden. Und hat sie gesagt, oh, das ist nicht meine Arbeit, das geht mich nichts an. Tja, so ist das. Und der Typ hat versucht, mich wegzujagen, zu intimidieren und so, auf Mafia-Art. Also seine Haare kamen aus dem Brust raus, das sah also wirklich aus wie eine Zuhalte. Noch immer die Kornhausbrücke. Vier riesen Obelisken von Napoleon gebaut worden. Dahinter ist auch die Freimaurerloge. Da hat es noch zwei. Und hier nebenan ist dann das Safe House von Mossad. Mit Kamera und alles zu überwachen. Der schwenkt auch aus und so. Von amerikanischen Juden geführt. Bekanntes Zeichen. Und hierher kam der Typ dann wohl. Pharaonen haben sehr oft viele Haare auf dem Brust. Und hierher kam dann wahrscheinlich dieser Typ, der da inkognito mit dem Doris Leuthard saß. Tja, ist toll, ne? Das Safe House von Mossad. Hier ein Obelisk an Altenberg an der Aare, wenn wir rechts von Kornhausbrücke Richtung Bärengraben laufen. Hier in Pharaonenbasis Schweiz. Es sind ja kein Europäer, die Schweizer, das wissen wir ja. Das ist eine Knospe. Das heißt, unsere Saat ist hier, unsere Nachkommen sind hier und wir regieren hier und Haus nebenan kannst du anklopfen, ja, und so weiter. Oder ein Penis, ein Phallus mit einem Sperma drauf, das Symbol für ihre Kriegsführung. Ja, die Schweizer haben, die Schweizer Söldner, die haben ganz Europa terrorisiert. Über 100.000 Schweizer Söldner, die haben in Deutschland während dem 30-jährigen Krieg mehr als 1 Million Deutsche